Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge. Ihr merkt, der Rahmen ist jetzt angepasst. Lorbeere seht ihr da hinten. Da unten. Nee, da drüben war sie. Nicht mehr. Ich habe mich jetzt auch entschieden, hier unten die toten Pokémon einzublenden. Wenn es mehr werden, werden sie natürlich kleiner, damit der Platz reicht. Und ja, wir sind immer noch in der dritten Arena, aber sind wirklich nicht unbedingt in der angenehmsten Lage. Denn die Trainer hier sind wirklich nicht gerade Low-Level. Wobei man sagen muss, dass inzwischen die Level meiner Team-Pokémon relativ angepasst sind. Letztes Mal ist aber, wie ihr gerade schon gesehen habt, Lorbeere leider gegen ein Impagator gefallen. So, da drüben ist der erste der beiden Schalter, die definitiv Pflicht zu aktivieren sind. Für den anderen muss ich dahinter. Und hier gibt es ziemlich sicher noch einen Trainer. Gibt es doch nur 4 Arena-Trainer? Ich glaube schon. Hier und bei dem einen ganz wichtigen Schalter da rechts. So. Ist definitiv kein Gegner für Weedy. Aber müsste doch zu schaffen sein. Auch wenn mein Team da nicht so gut gegen ist. Also Slime PvP, ich hoffe mal, du kriegst das hin. Nicht so wenig. Rockfrow wäre... Ich weiß gerade gar nicht, ob Rockfrow sehr effektiv oder neutral wäre. Einer geht noch. So, jetzt ganz vorsichtig spielen. Es darf nicht nochmal sowas wie letzte Folge passieren. Eine Konfusion stecke ich. Ich stecke noch einen Hit weg. Muss ich aber gar nicht. Critical Hit. Jawohl. Wichtig. Wichtig. Hier dürfte kein Trainer sein. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, ob auf hinter dem da wo wir es gerade freigeschaltet haben, der Trainer ist, oder auf der anderen Seite. Ich glaube, ja, man sieht ihn. Da steht einer, hier nicht. So, das heißt, ein Trainer noch, dann sind wir beim Arena-Leiter. Ab geht's. So, komm, bitte sei nicht allzu krass. Wir hatten zum Glück schon eine ganze Weile keine unfassbar krassen Gegner-Pokémon, so Legis oder so. Ich bin ja ruhig, Jesus! Ich mach's nicht wieder! Wir haben nichts wirklich Starkes gegen Raikou. Es musste passieren, ne? Special Defense fällt deutlich. Ich werde das nochmal machen. Ich bin nur jetzt gerade ein bisschen... Ich habe ein bisschen Angst, dass Weedy tatsächlich One-Shot ist. Special ist weder Wine Whip noch Bite.
komm, das ist doch kein... Das kann mich nicht one-shotten, oder? Vor allem, wenn es speziell angreift und ich mache jede Runde mehr Schaden. Die nächste könnte reichen. Ja, ich meine, ich kann zwar dann Weedy fürs nächste Pokémon wohl eher nicht drin lassen, aber... Ja, Raikou doch easy abgefrühstückt. Okay, aber trotzdem, es war so klar. Zorua. Wäre lustig gewesen, wenn er das zuerst genutzt hätte, dann hätte es auch Sinn ergeben. Aber machen wir hier mal ganz schnell. Kurz und schmerzlos, also schmerzlos wird's fürs Zorua vermutlich nicht, aber... Raus. Gut. Hat ja geklappt. Der letzte Trainer der Arena ist besiegt. Und wir können jetzt zum Arenaleiter vordringen. Ab geht's. Aber nicht so, sondern ich würde sagen, wir haben hier noch ein paar normale Tränke. Das heißt, wir geben Damawatt, Damawatt. Und ich mache auch die vier noch voll, wenn wir hier von den Dingern noch welche haben. Und ich würde auch sagen, tatsächlich geben wir mal welche von denen an Günther, an John Cena. Komm, Weedy, du hast dir das auch verdient. Ich werde mit Weedy liegen. Also, der Arenaleiter wird vermutlich so bis 23, 24 hochgehen. Servus. Ja, genau, kein langes Gelaber. So, drei Pokémon. Okay. Das erste ist hier jetzt wirklich kein Ding der Unmöglichkeit. Ich weiß, ich hab Early Dragon... Okay, wir wissen ja, ich habe eigentlich Dragon Rage ausgeschaltet, aber das hat schon mein Gegner trotzdem benutzt. Deswegen, am besten ein bisschen aufpassen. Warum bist du auf einmal schneller? Sandsturm, ich habe nichts, das davon profitiert im Team. Eklig. Jetzt ist halt die Sache, wenn er tatsächlich Dragon Rage im Moveset hat, wäre Weedy bereits im Killbereich. Und ich will das nicht eingehen, das Risiko. Wenn er jetzt Dragon Rage benutzt, nee, Takedown, ich denke jetzt einfach mal, das macht halt auch. Ich muss jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er es nicht hat. Okay, er verfehlt. Okay, sagen wir es so. Zumindest kann er dann keine... Das verfehlt wirklich. Hä? Hat nicht noch Sandsturm gewirkt oder war der gerade oben? Also sagen wir es so. Zumindest kann er dann kein stärkeres Pokémon heilen. Wenn er jetzt schon seine Heil-Items rauswirft. So, macht zwar unschön Damage. Ich gehe auch lieber auf Nummer sicher. Nicht, dass ich jetzt verfehle und dadurch Weedy verliere. Ich will hier jetzt wirklich kein Risiko eingehen. So, entweder tötet sich selber mit Takedown oder ich töte vorher. Tschüss. Was ist als nächstes? Pignite. Das ist Verkokel. Hatten wir auch schon mal in diesem Projekt als Gegner. Ich bleib dabei, Vorentwicklung eindeutig. 23, ist das vielleicht schon das Höchste? Aber Queendra, du schaffst das doch, oder?
Der Sandstorm ist weg. Und schön. Wichtig. Und Level 20. So, jetzt einfach als letztes nichts so krasses. Ich hab da nichts gegen. Nee, ich gehe nicht auf Risiko. Ich gehe lieber auf John Cena anstatt auf Slime PvP. So, sehr schön. Moment, wie oft tiltet das? Zweimal. Nächstes Mal würde zwar bereits töten, aber es gibt kein nächstes Mal. Gewonnen! Ohne Verlust im Arena-Leiterkampf. Und John Cena hat jetzt 69 HP. Aber es war die erste Arena, in der wir tatsächlich einen Verlust gemacht haben. Lorbeere ist aus dem Team ausgeschieden. Das ist doch Bodentyp. Das wäre nämlich sehr wichtig für das Team, mal eine Bodenattacke zu haben. Ja. Physisch Boden 60 Stärke. Könnte jeder! Du bist ja unfassbar physisch, das wissen wir. Und bevor ich da das drin hab... Wobei halt die Sache ist, ich hätte es gerne auch noch, auch noch auf wem, der keine Elektroschwäche hat. Ich brauch's gegen Elektro, aber wenn ich immer auf Wasser gehen müsste, während der Gegner Elektro drin hat, tue ich's lieber auch noch auf John Cena. So, dann würde ich sagen, gehen wir uns heilen, bevor wir weitergehen. Denn, ich hab's ja letzte Folge schon gesagt, ich lauf nach... Danke! Es kommt jetzt als nächstes ein Rivalen-Battle. Und da müssen wir natürlich vorbereitet sein für. Ach stimmt, das war... Zumindest ist die so nett und sagt noch Bescheid, jo, wenn du zu Route 4 kommst, dann gibt's hier zack, zack, hier will sie Respektschelle aufs Auge. Und wir geben dir gleich eine Respektschelle aufs Auge, Alter. Gerade eben bringt das Verschnellern irgendwie nicht viel. Aber diese Stadt ist auch riesig. Jetzt mal im Ernst. Ich sag's, wie es ist. Ohne Verschnellerung und diesen Max-Text-Speed hätte ich gar keinen Bock, da durchzurennen. Ich spare das Geld mal ein bisschen. Ich könnte mir zwar bestimmt ein paar Items holen, aber... Schnubbe, wo wir genau langlaufen. Wir müssen einfach nur runter. Zu diesem Hauptplatz. Den wir schon gerade... Den ich schon letzte Folge angesprochen habe. Und hier unten geht es dann weiter. Aber ich würde sagen, vorher... Nochmal kurz, ich würde tatsächlich jetzt sagen, wir stellen mal. Kurzer Cut. Okay, ich habe gerade recherchiert und schlechte Neuigkeiten gefunden. Slime PvP wird wohl keinen Nutzen in diesem Team finden. Seine Entwicklung ist viel zu spät. Ich bezweifle wirklich, dass er es bis Level 38 durchhält, zu überleben, vor allem als Schneckmark. Ich werde ihn zwar nutzen, aber ich bezweifle wirklich, dass er hier in diesem Team irgendeine bedeutende Rolle spielen kann. So, servus. Ganz zur Sicherheit mal fragen, ne? Können wir hier drin kämpfen? Super, Ehrenmann. Warum hast du mich nein gesagt? So. Ab geht's gegen Jill.
4 Pokémon. Okay, der Lead ist voll in Ordnung, weil an sich gleicher Typ passt und Rock Throw. Ich mag Ponyta, das ist schon ein cooles Pokémon. Sowohl Galar als auch normal. Scheiße. Ich könnte am nächsten Hit. Okay, die Sache ist die, wenn es jetzt nicht tötet, sterbe ich am nächsten Hit. Das ist ein Fakt. Oh, du Ekel, nein. Jetzt komm mal ganz runter hier. Nicht angreifen. Ich will jetzt auch nicht hier mit Zwang, dass du stirbst. Okay, da hätte ich auf Queendra vielleicht eher gehen sollen, aber Günther ist halt. Das ist wirklich das Problem. Impagato ist unfassbar physisch, aber Wasser ist halt großteils speziell. Ich meine, es ist trotzdem Impagato, voll entwickelt, 2 Level drüber gegen Ponyta, deswegen reicht ein 2 Shots mit der Aquaknarre auf. Eiszahn. An sich gerne, bloß. Es wäre halt. Das hier ist halt so eine Notfallattacke, wenn Günther mal wegen irgendwas wirklich gegen Elektro kämpfen muss. Na. Mauzi, gar kein Problem. Ich sag mal Queendra. Also das Ziel ist heute noch ein neues Pokémon zu fangen, um Lorbeeres Platz wieder zu füllen. Ich hoffe schon, dass das die Hälfte macht. Es war ein Sorua und es hat mehr als die Hälfte gemacht. Jetzt kommt das vorhin sag ich noch bei dem einen, wenn er Sorua zuerst gehabt hätte, wäre cool. Und jetzt ist hier sogar die mit Sorua vor Mauzi. Gegen Mauzi macht es auch deutlich über die Hälfte. Naja, es ist eigentlich Schnuppe. Die Water Gun wird schon genug machen, dass der nächste Bubble Beam reicht. Auch die nächste Water Gun wird reichen, aber wenn sie nochmal heilt. Nö. Da wird nicht mehr geheilt. Schömedel. Fehlt noch ein Pokémon? Das werte ich jetzt einfach mal als ja! Digga, als letztes muss die nochmal rausballern. Was ist denn mit dir? Wetten, das ist hier Highest Level? Nee. Oder keine Ahnung, haben die auf die Level geachtet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 18 der am höchsten geleveltes ist, wenn in der Arena schon so 23 der Leiter hatte. So, sehr schön. Weedy kann das zuschotten. Und nimmt den so gar keinen Damage. Sehr schön. Easy. Der Kampf lief sehr gut. Das klingt absolut nicht gut. Ich meine, die Attacke ist vielleicht auch Tanky-Pflanzen-Pokémon sinnvoll, aber Venufliebis in einer Randomizer Nuzlocke definitiv nicht. Ja, ich hab dich kaputt gemacht, Habibi. So, brauche ich einen Heal? Ich sag so, also zum Pokémon Center renne ich nicht. Hier 2 Potions habe ich noch da. Kriegt ihr 2 jeweils eine. Das reicht. So, dann das Letzte, was wir diese Folge noch machen. Wir bleiben wieder etwas kürzer. Hier weiter dem Weg kommt direkt Sharon.
Und hier im tiefen Sand, da sieht man sogar, spawnen Pokémon. Was ist Chilldrive? Ach so. Genesect Eisdisk. So, auf geht's. Neues Teammitglied. Hoffentlich zumindest neues Teammitglied. Komm, es ist gut, oder? Es gibt Besseres, sage ich mal. Aber den Typen können wir definitiv in diesem Team noch gebrauchen. Und es ist jetzt nicht das schwächste Pokémon. Also ich nehme es auf jeden Fall mit. Wir müssen nur aufpassen wegen Sandsturm. Vor allem muss ich, ich werfe einen Ball, wenn es nicht drin bleibt, wechsle ich. Komm. Komm, bleib drin. Otto gönnt mich. Günther ist ein Tank. Den kann ich reinschicken. Komm, wir bekommen Otto. Das Gute ist halt an sich, ich habe zwar nur begrenzt Zeit durch den Sandsturm, aber jede Runde, wenn es nicht klappt, wird es noch ein bisschen wahrscheinlicher, dass es in der nächsten klappt. Einfach wegen dem Schaden, den der Sandsturm macht. Jawohl! Sehr schön! Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Ich meine, es gäbe bessere Encounter, ja. Aber vor allem, wenn man eben hier auf meine Typen im Team guckt. Das ist wirklich das eine, was den Tod von Lorbeere noch ziemlich erträglich macht. Ich sag's zwar, wie es ist, wenn ich mir ein Pflanzen-Pokémon hätte aussuchen dürfen, wäre mir Weedy lieber gewesen. Aber ich habe auf jeden Fall Typendiversität gebraucht. Heißt nicht, dass ich will, dass Queendra oder Günther stirbt. Vor allem, weil ich Günther nicht für Wasser nutze. Aber es ist einfach wichtig für die Typenvielfalt in meinem Team. Und der Name ist hier ja wohl keine Frage. Unser neues Teammitglied ist nämlich der Oddo. Jawohl! Und an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Folge weiter, natürlich mit aktualisiertem Rahmen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet in der nächsten Folge wieder ein, lasst ein Like auf dem Video da und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Wir sehen uns, bis bald und ciao.